Coach, Samstag, also, nee, Sonntag, 18 Uhr, kommt Schalke ins Rhein-Energie-Stadion. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, wir sind in der Pflicht. Wir sind in der Pflicht, nochmal alles rauszuhauen, den Fans, die Fans mitzunehmen. Bei all dem, wie die Saison gelaufen ist, haben wir dann noch zwei spannende Heimspiele mit Bayern und jetzt mit Schalke, die Top-2-Mannschaften der Bundesliga. Und da einfach jetzt nochmal konkurrenzfähig sein, schauen, wenn der Gegner schwächelt, dann auch da zu sein und ja, vielleicht für eine Überraschung zu sorgen und Punkte mitzunehmen. Vielen Dank fürs Erste. Ihre, eure Fragen an den Coach. Dann legt Thomas Mörs von Sky los. Herr Rudenbeck, wie weit gehen Sie mit der Tatsache um oder wie gehen Sie überhaupt mit der Tatsache um, dass er am Sonntag theoretisch auch schon einen Abstieg des 1. FC Köln feststehen könnte? Leider habe ich das Gefühl, dass der schon längst feststeht. Das, was ich alles so mitbekomme, es wird so in der Vergangenheitsform gesprochen und noch sind wir nicht abgestiegen. Das werde ich auch der Mannschaft genau so auch erzählen und auch für mich, solange es nicht klar ist, werden wir alles dafür tun, da auch so da zu sein, dass auch jeder im Stadion erkennt, da ist eine Mannschaft, die um die letzte Möglichkeit noch ringt, kämpft. Und aufgeben gibt es nicht, auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist. Das ist uns auch klar. Jetzt, ich will auch da keine Phrasen darüber drechen, was noch alles möglich sein könnte oder kann. Aber Fakt ist mal, wir sind noch nicht abgestiegen und so haben wir auch aufzutreten und werden uns wehren. Und wenn alles versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden. Dankeschön. Lars Werner vom Stadtanzeiger. Timo Horn sagte gestern, es ist ein bisschen schwierig für einige, die Spannung aufrechtzuerhalten. Das hätte man auch so ein bisschen im Training gesehen. Nach dem Belieben-Spiel jetzt, nicht vorher schon, nach dem Belieben-Spiel. Siehst du das ähnlich? Und ja. Naja, wir haben halt die ganze Saison bis dato immer enormen Druck gehabt. Jetzt ist es ja so, dass es uns auch nicht mehr so viele zutrauen, dass wir die Klasse halten können. Von daher, und die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering natürlich ist, ne? Und von daher hat man schon ein bisschen Druckabfall gespürt, aber es kann uns auch gut tun. Wenn du halt ganze Jahr halt mit unheimlichem Druck spielst, Tick befreiter vielleicht sein kannst gegen einen Top-Gegner. Wie gesagt, da trauen uns nicht so viele was zu. Der Gegner ist Tabellenzweiter hinter Bayern, gerade aktuell die zweitstärkste Bundesligamannschaft. Also da können wir nur überraschen. Alles andere, jede Niederlage, würde jeder sagen, war doch klar. Alles, was besser ist als eine Niederlage, wird jeder sagen, oh, Hut ab. Und das ist eine Chance. Uli, hattest du noch eine Frage oder hat sich das erledigt? Ja, die Personalsituation. Dominik Maro ist ja wieder zurück. Clemens und Zoller im Einzeltraining. Vielleicht kannst du da kurz was sagen. Und mit Matthias Lehmann, ob es schon was Neues gibt. Im Grunde genommen hast du ja jetzt schon alles, fast alles geklärt. Matthias Lehmann, habt ihr ja gestern mitbekommen, eine Verletzung am Arm, wird heute operiert. Ich glaube um 12 oder halb 12 wurde operiert. Oder ja, wurde operiert. Habe auch noch nichts gehört, wie die Operation gelaufen ist, aber er fällt definitiv aus bis Ende der Saison. Mit Grille, Clemens und auch mit Zolli ist es so, ja, arbeiten wir individuell. Die werden diese Woche nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und dafür, das heißt dann halt auch, dass sie auch dann keine Kandidaten sind für am Wochenende. Ansonsten alle dabei? Sally Özcan wird heute wieder mittrainieren. Der hat Kontaktverletzung gehabt in einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler und ist aber alles gut gegangen. Gestern mal ein bisschen rausgenommen, deswegen ja, konnte er da auch pausieren, hat aber individuell gearbeitet mit Dennis Morschel zusammen, dem Reha-Trainer, sodass der keine Rückstände haben wird, wenn er heute normal trainieren kann. Definitiv eine Option für am Wochenende. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen an den Coach? In den Medien dreht sich ja jetzt das Personalkarussell. Wer geht wohin? Wer macht was? Wer bleibt dort?
Inwieweit schlägt sich dieses als unbedarfter User, kann man vielleicht sagen, Tohuwabohu auf das Training und aufs Team nieder? Die Antwort kann ich dann geben nach der Saison, ob das dann, so wie es gelaufen ist, auch richtig gewesen ist. Das kann man jetzt nicht beantworten, glaube ich. Das wird sich dann zeigen an den Spieltagen, an den Einzelnen. Fakt ist aber auch, und das habe ich auch eben ja schon gesagt gehabt, dass so vieles schon hier gerade in der Aktualität, in der Vergangenheit gesprochen wird. Das gefällt mir nicht, weil wir immer noch nicht abgestiegen sind. Und Priorität hat gerade alles andere, sollte aber eigentlich der Spieltag sein, Matchday am Sonntag. Und das gefällt mir definitiv nicht. Gibt es weitere Fragen an den Coach? Meinst du damit nur die Öffentlichkeit oder auch die Spieler selbst, dass sie schon in der Vergangenheit sprechen? Naja, die Spieler selber, die kümmern sich gar nicht so viel darum, was jetzt morgen oder übermorgen passiert, also mit ihrem Transfer. Dafür haben sie Berater und die arbeiten an solchen Dingen dann auch schon viel, viel früher oder halt auch nicht. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Spieler schon auch fokussiert sind, aber natürlich das auch alles mitbekommen natürlich, was da passiert. Und deswegen, ihr dürft nicht vergessen, hier sitzen viele Leute, die weit über 30 sind, lebenserfahren sind und das sind alles junge Kerle, 20 Jahre, teilweise noch jünger, teilweise ein bisschen älter, die sich natürlich mit solchen Dingen dann auch befassen. Was zu lesen ist. Man bekommt es halt auch als Medium halt mit, ne? Wenn die halt die Berater hier auftauchen und zum Geißbockheim reingehen. Also das ist ja dann auch ein offenes Geheimnis, sage ich jetzt mal. Aber das ist ja auch deren Aufgabe. Das ist ja auch deren Aufgabe, die Zukunft der Spieler zu planen. Gibt es noch Fragen zum Spiel? Wenn das nicht der Fall ist. Ja, gerne nochmal, Lars. Nochmal vielleicht zu Schalke. Tabellenzweiter jetzt. Pokalspiel unglücklich ausgeschieden, war sicherlich kein gutes Spiel, wenn man mal ehrlich ist. Nichtsdestotrotz, Schalke war letzte Saison Zehnter, ist jetzt Zweiter. Wundert dich das so ein bisschen, dass Schalke so einen Verlauf genommen hat oder so eine Richtung eingeschlagen hat? Also ich bin zu weit weg, um die letzte Saison zu bewerten. Das, was ich aber bewerten kann, ist aus der Ferne heraus und aufgrund der Analyse, die wir haben, dann an so einem Spieltag oder vor so einem Spieltag eine Entwicklung halt zu erkennen und die ist einfach zu erkennen. Ich finde, dass Schalke einen sehr, sehr guten Kader hat und deswegen überrascht es mich auch nicht, dass Schalke so weit vorne ist. Und von daher... ob sie dann die zweitbeste Mannschaft sind, keine Ahnung, aber sie gehören auf jeden Fall zu den Top 5 in Deutschland. Allein des Kaders schon und aber auch mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Wenn eine Mannschaft so gut verteidigen kann wie Schalke, dann gehört sie definitiv ganz nach oben. Dankeschön. Ich blicke nochmal in die Runde. Lars macht noch weiter. Also ihr könnt auch eine Privatgeschichte machen. Ne? Also Kaffee gleich oder so, können wir machen. Gerne. Ja. Spaß ist gerade an. So, Schalke kann so gut Verteidigung. Mit Ausnahme der Bayern ist es halt das Ziel der meisten Mannschaften jetzt mittlerweile in der Bundesliga, nur so gut verteidigen zu können und vielleicht weniger nach vorne zu machen, weniger zu riskieren. Ja, kann schon sein. Also es kann ein Trend sein, glaube ich. Es ist ja auch vom DFB mal so angesprochen worden. Ist aber auch geschuldet natürlich dem, was drumherum passiert. Also das Risiko zu wählen, einen offensiven Ansatz zu haben, dafür brauchst du Zeit und auch um Dinge zu entwickeln. Und es geht halt wirklich von Wochenende zu Wochenende nur um das Ergebnis, ne? Um das nackte Ergebnis. Und wenn du halt gut stehst und kein Gegentor zulässt, dann hast du dafür manchmal einen Punkt sicher. Und es gibt, glaube ich, wenige Trainer, die einen anderen Ansatz haben. Ich beobachte es in Hoffenheim mit dem Julian Nagelsmann, einen ähnlichen Ansatz. Dieter Hecking bei Borussia Mönchengladbach erkenne ich auch einen sehr, sehr offensiven Ansatz. Aber viele haben halt eher diesen erstmal Ergebnis zu haben. Das ist gar keine Kritik, ne? Also um Gottes Willen, sondern das ist einfach nur eine Feststellung, auch da wieder in der Analyse, die wir machen von Spieltag zu Spieltag. Der Druck ist enorm und es geht halt vieles ums Ergebnis. Wir Trainer werden nicht mehr bewertet, die tägliche Arbeit, die wir
die wir abrufen mit den Spielern, sondern es wird immer bewertet, nur das Ergebnis, das nackte Ergebnis. Lars, ich schaue noch mal zu dir. Das wirkt sich dann halt auch in solchen Pokalspielen mal aus wie am Mittwoch. Ne? Vermeintlich zweitbeste Mannschaft auf der Tabelle gegen Eintracht Frankfurt, auch eine der besten Mannschaften. Ich sage jetzt mal 60 Minuten ein relativ unerträgliches Fußballspiel. Ne? Also ich fand es nicht unerträglich, weil ich dann schon noch gesehen habe, was beide Mannschaften vorgehabt haben, wenig Risiken gegangen. Beide wollten unbedingt ins Pokal-Endspiel und dann halt das Risiko zu wählen, nach vorne zu attackieren oder auch klare Spielmuster einzuschleifen mit viel Risiko, das ist auch schwierig dann halt auch. Ne? Und ich glaube, dass beide auch einen enormen Druck gehabt haben, weil sie einfach ein Ziel erreichen wollten, die wollten ins Endspiel kommen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese Spiele dann nicht besonders schön sind. Lars ist fertig. Ein letzter Blick in die Runde. Ich sehe keine Meldung mehr. Dann sage ich vielen Dank, Trainer. Das Stadion wird am Sonntag ausverkauft sein und Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Dankeschön.